Was geht, Freunde? Euer Lieblingshuhn Kiro ist wieder back am Start auf der YouTube-Insel. Aber Freunde, wir haben heute nicht so viel Zeit zum Quatschen am Anfang, weil es geht hier gefühlt um Leben und Tod. Ich übertreibe zwar jetzt hier ein bisschen, aber wo sind meine Leitern? Ach, ich habe die schon im Inventar. Ich habe extra schon ein bisschen Vorbereitung gemacht. Und zwar im vergangenen Livestream habe ich das Gefängnis von Snoopy entdeckt. Ich habe es mir auch hier markiert. Seht ihr das? 4300 Meter. Da werde ich jetzt auch hinfliegen, weil ich habe ein bisschen mich erkundigt und habe den Stream nochmal durchgeschaut. Unten gibt es nur eine einzige Schicht an Bedrock-Boden und über Snoopy ist nur eine Schicht an Barrier-Blöcken. Bedeutet, Freunde, wenn ihr das hier schon seht, Enderperlen und Leiter, bei dem einen oder anderen klingelt es jetzt schon im Kopf, was ich vorhabe. Und zwar will ich Snoopy mit dem Leitern-Enderperlen-Glitch rausholen und befreien. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, ob Mira dann sauer wird oder was auch immer. Ich hoffe, uns blüht da kein Unheil oder so, wie man so schön sagt. Obwohl Unheil, glaube ich, das falsche Wort dazu ist. Oh Mann, das braucht doch so lange. 3000 Meter einfach. Freunde, wirklich. In dem Livestream, das ging ja sowas von krass ab. Ich habe sein Gefängnis entdeckt und ihr habt direkt gesagt, sprengt das, macht dies, macht das und alles mit dran. Aber ich wollte erstmal davon gar nichts wissen. Aber ich habe mir jetzt mittlerweile den Gedanken gefasst, weil irgendwie Steinchen und Snoopy auch gerade Streit haben oder so. Weil Steinchen war auch kurzzeitig dann online auf dem Server und der hat einfach geschrieben, ja, ist mir egal, was mit ihm passiert, weil ich habe ihn gefragt, ob er die Koordinaten kennt, aber einer von euch, und zwar Nicole bzw. Isabel, wusste die Koordinate einfach und so konnte ich zu Snoopy sein Admin-Gefängnis fliegen und jetzt fühle ich mich einfach dazu berufen, dass ich ihn befreien werde. Guck mal, wie weit wir einfach schon weg sind von der Hauptinsel, 3000 Meter schon. Ich habe nämlich den Nullpunkt markiert in der Minimap-Mod. Und jetzt fliege ich einfach hier lang. Oh mein Gott, Mira, bitte, bitte, egal, was du hier machst oder ob du das hier siehst oder ob du hier die Daten analysierst, weil du so eine gruselige KI bist, aber trotzdem bist du meine Meisterin. Ich schätze dich sehr, sehr wert. Ich weiß nicht, ob das gleich wirklich komplett nach hinten losgeht und Snoopy und ich sind dann für immer gebannt, weil ich glaube, ich kann ihn zu 100% befreien. Wenn da keine Bauprotection ist. Aber das werde ich gleich herausfinden, wenn ich am Bedrock mal was hinbaue oder an der Barrier was hinbaue oder wie auch immer. Eins von beiden, ich werde es herausfinden, was hier passiert und wir sind gleich da. Oh mein Gott, ich gehe mal lieber in Deckung. Ich laufe die restlichen Meter einfach hier im Wald. Oh mein Gott, Freunde, das ist einfach viel zu spannend. Ich habe mich in dem Stream schon gefühlt wie Detektiv Conan und jetzt fühle ich mich einfach gerade wie so James Bond oder so, der auf geheimer Mission ist. Alter, fühlt ihr das gerade auch so zu 100%? Oh mein Gott, noch 100 Meter und ich laufe hier durch den dicht bewachsenen Wald mit komplett Full Gear und alles drum und dran. Die Schweine sind ja auch am Start und ich sollte jetzt gleich da sein. Oh mein Gott, warum rast gerade mein Herz so? Ich habe irgendwie richtig Schiss, dass ich gleich komplett weggebannt bin. Das ist Snoopy. Warum guckt er so? Leute, bitte, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh. Ich will zurück. Bitte befreit mich jemand. Snoopy! Kiro? Snoopy! Kiro! Was geht? Was machst du hier? Was geht? Ey! Kiro, befreie mich bitte! Das ist mein Plan! Ich habe im Livestream hab ich versucht, hier was zu sprengen und alles drum und dran, aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Ja, vertrau mir! Moment, hier kann man. Moment. Hier kann man zu 100% bauen. Ja, ja, man kann hier bauen. Das bedeutet, Mira hat hier keine Bauprotection gemacht. Warte. Bro, das wird jetzt viel zu krass. Snoopy, halte durch. Das wird jetzt, glaube ich. Seit drei Tagen bin ich, aber du bist doch nicht mein Erzfeind. Nein, bin ich. Wieso Erzfeind? Was für Erzfeind, Bro? Du hast gesagt, mein Erzfeind muss mich befreien. Ja, das ist jetzt egal, Bro. Du musst wieder auf die Insel, Digga. Ich vermiss dich. Ja, ich konnte mit dir keinen Quatsch machen im letzten Livestream. Hallo! Snoopy, es hat geklappt! Und wir können hier bauen! Wir können hier bauen! Das ist super! Das ist super! Snoopy, was geht, Alter? Jetzt sind wir zusammengefangen. Snoopy, was machen wir jetzt nur? Warte, wir kommen hier nicht raus? Doch, Digga. Ich habe genug Bauerblöcke da. Ich habe alles hier. Bitte, ich will wieder die Natur spielen, bitte! Ey, greif mich doch nicht an, Mann! Mann, meine Rüstung ist komplett kaputt. Alles ist kaputt. Bro, wir reparieren alles. Hab ich dir schon die Enderman-Farm gezeigt, die ich gebaut habe? Ich glaube noch nicht, oder? Enderman-Farm? Die war doch kaputt.
Ja, die, das ist von den Recycler gewesen. Die war sowieso ultra schlecht. Ich habe eine komplett neue aufgebaut im Outer End, Bro. Oh, wow. Da kommen sowieso viel mehr Enderman. Lass schnell raus, bevor Mira... Oh, okay, Gott. Ey, wir uns greifen. So, hier bevor nochmal die Mira Blöcke. Kommt. Wie hoch ist das? Das ist gar nicht so weit hoch. Okay. Moment. Machen das jetzt mal so. Und dann machen wir so. Und jetzt, Bro, hast du Enderperlen? Mir egal, hier nimm mal ein Stack. Ich hab Enderperlen. Bro, das muss zu 100% funktionieren. Bau mal hier so eine Treppe hin oder so. Was machst du denn? Was machst du denn? Vertrau, das muss funktionieren. Oh, verdammt. Moment, bau da noch mal einen Block da unten hin. Mach mal kurz einen Dirtblock dahin. Schnell. Ja, ich mach einen Dirtblock dahin. Leitern. Und jetzt glitschen wir uns einfach durch. Es hat geklappt! Supi! Ich hab dich befreit! Oh mein Gott, wir müssen sofort abhauen. Giro, wie komme ich zur Insel? Snoopy, was machst du? Snoopy, ich hab alles markiert. Wir kommen wieder zurück. Ich check gar nichts mehr, ja. Bro, checkst du erstmal, ich hab dich komplett befreit. Bro, jetzt lass einfach abhauen. Hast du Raketen? Okay, hast du alles? Warte, ich hab Raketen. Bro, dann lass jetzt einfach durchziehen oder so. Lass dir. Wo bin ich? Es ist alles dunkel. Mach mal Shade aus. Ich seh nichts. Was ist das hier? Wo sind wir hier? Bro, wo sind wir? Bro, das ist übelst gruselig. Es fühlt sich komisch an. Sei leise, sei leise. Das ist Mira. Hallo Mira, das war nur ein Prank. Hallo Snoopy. Ist das immer ein Erzfeind? Snoopy, das war wirklich eine blöde Idee. Warum machst du sowas? Ich hab mich selber befreit. Genau, er war nur da. Mm, ja. Leg mich nicht an. Ich lüge nicht. Okay, er hat mich befreit. Ich hab gesagt, lüg mich nicht an. Snoopy, Mann, was lügst du sie an? Er hat mich befreit. Da hast du recht damit. Hallo. Ich will keine Bestrafung treffen, weil das Ganze mein Fehler war. Doch dennoch ist die Freiheit einer Person die Freiheit einer anderen Person wert. Hä? Versucht euch einen von euch aus, der gehen muss. Snoopy, du gehst. Tschüss. Einen von den Höllenkriegern. Nein. Wie meinst du das? Wer soll gehen? Eine Woche Zeit. Sucht euch einen aus. Was? Kiro? Wir müssen aussuchen, Moment. Einen Höllenkrieger? Wir müssen den Höllenkrieger verbannen, oder was? Oh, nein, ich kann doch nicht einfach einen Höllenkrieger verbannen. Das geht nicht. Oh. Bro, wir haben uns... Nein! Kiro, Mann, warum befreist du mich? Oh, ich kann es gerade nicht... Das war deine Idee. Ich hab doch gar nichts getan. Junge. Hör auf, den Raum zu beschmutzen. Der Raum gehört Mira. Warte, bitte. Oh. Mach mal Shade an. Ja, wir sind bei Miras Haus. Ist das Miras Haus? Was ist das? Bro, ich hab grad Real Talk extreme Gänsehaut. Ich hab auch Gänsehaut, Kiro. Ich kann nicht, ein Höllenkrieger verbrannt, wirklich. Bro, warte, was hat sie, sie hat gesagt, die Freiheit, also, wir müssen jemanden aussuchen und aus den Höllenkriegern verbannen. Verbannen, Bro, das ist... Wie soll ich denn jemanden verbannen? Bro, no way. Ey, hast du eigentlich... Komm mal mit. Ja, guck mal, hier gibt's so einen komischen Raum. Den hat anscheinend Sue gefunden oder so. Guck mal. Oha. Was ist hier? Das habe ich auch im Livestream entdeckt. Da habe ich dich ja zuerst gesucht. Aber hier ist nichts drin. Hier gibt's nichts. Hier gibt's einfach nichts. Ja, toll. Voll der Prank. Bro. Ich sag dir ehrlich, ich bin endlich frei. Ich hoffe, ich kann jetzt auch frei bleiben. Bro, ich glaube, du bist zwar frei, aber wir beide sind nicht komplett frei. Checkst du, wie ich meine? Ja, wir haben einfach die schlimmste Entscheidung jemals bekommen, weil wir müssen einfach jemanden dazu bringen. Guck mal, wenn es jetzt zum Beispiel Alpha-Steinchen ist oder so, für den wir uns entscheiden, der ist dann plötzlich einfach, Bro, der wird obdachlos, der hat doch sonst niemanden. Stimmt, Bro. Oh Mann, ey, ich sag dir ehrlich, Bro, oh Mann. Denkst du, wir müssen jemand auswählen oder kann Alpha-Steinchen für uns auswählen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen das machen. Oh Mann. Bro, lass mal schnell zur Hauptinsel rüberfliegen und irgendwie eine Tabelle machen oder so mit Pro und Kontras. Komm, einfach wie so in der Schule, so Whiteboard, Alter. Oh mein Gott. Ey, Freunde. Verband von den Höllenkriegern. Wir haben wirklich die schlimmste Aufgabe bekommen, die es gibt. Bro, das ist so kacke.
kacke, ich sag dir so, wie es ist, ne? Bro, ey, wir sind alles Freunde, Digga. Wie soll das jetzt, wie soll es funktionieren? Ich weiß, wir sind Familie, wir sind komplett Familie, richtig. Oh mein Gott. Bro. Bro, mich macht das jetzt schon fertig. Ich will doch niemanden verbannen, Alter. Ey, Freunde, checkt ihr das? Das ist überhaupt nicht cool. Ich bin wieder auf das der Insel. Das ist so, als würde man irgendwie aus seiner eigenen kompletten Familie entscheiden, wer aus der Familie verbannt wird, Digga. Das genau, geht doch nicht. Aber Kiro, ja, du bist Insel. Endlich wieder da, was? Alter. Ja, riech das Stein. Oh, das riecht so ja, gut. Riech das Zement. Ja, das ist YouTube-Insel. Guck mal, deine Statue ist auch noch da. Statue, ich geb... Ja, Statue. Gib deine eigene Statue in Kuss, Alter. Oh Mann, ey, ich sag dir ehrlich, endlich wieder auf der YouTube-Insel. Mm. Ja. Aber wir müssen jemanden von den Höllenkriegern verbannen. Also ich würde mich tatsächlich für dich total mitfreuen. Aber ich bin gerade nicht so in Jubelstimmung, um ehrlich zu sein. Ja, Bro. Auch nicht so. Warte mal. Hast du Schilder? Können wir irgendwo kurz Schilder craften? Ach so, was du vielleicht nicht weißt. Hä? Kiro, du weißt eine Sache nicht. Was naja, ich muss ein Item finden. Wie? Mira hat gesagt, ich muss ein Item finden. Welches oder Item? Rettung. Rettung. Das ist mein Item, das ich gefunden habe. Und ich check's nicht. Rettung. Hä? Was? Rettung. Was? Rettung. Was meint sie damit? Das könnte ja alles irgendwie wieder verzweigt sein, weil bei Mira ist ja alles irgendwie ineinander verkettet und passt alles zusammen. Weil was ist, wenn die Verbannung aus den Höllenkrieger für jemand anderes eine Rettung bedeutet? Checkst du? Das weiß ich nicht. Ich sag dir ehrlich. Bro, lass mal ganz kurz irgendwo einen Raum machen oder so, den keiner weiß, wo der ist, weil. Nein, lass zu meinem geheimen Secret hier Dingsbums gehen. Komm, lass da hin. Warte mal, war das hier? Moment, wo war das jetzt nochmal? Das ist ein Secret Raum. Ich finde ihn selber einfach nicht. Warte mal. Ich glaube, ich weiß nicht, wo der Raum ist. Na, da oben. Ah, okay, komm mit. Bro, ich bin ganz schön müde von diesen ganzen 3 Tagen im Gefängnis. Ja, check ich, aber wir müssen. Ey, hör auf damit! Ups, ja. Wow. Aber wir müssen jetzt einfach eine Tabelle machen. Wirklich, es geht nicht anders. Eine Tabelle, ja. Wir müssen so wenigstens so 2, 3 Pros und Kontras von den ganzen Höllenkriegern irgendwie aufschreiben. Ja. Auch uns selber. Ja, wir sind nicht so egoistisch. Ich sag dir ehrlich, lass mich kicken von den Höllenkriegern. Was? Nein, Bro. Bro, weißt du, was das bedeutet? Du verlierst dein Schwein, du verlierst alles, Bro. Ja, Bro, aber... Was sind die Bedingungen, wenn wir jemanden rausgehauen haben? Dürfen wir dann noch mit dem interagieren? Müssen wir ihn die ganze Zeit killen? Was ist das Nächste, was Miro uns auferbietet? Das kannst du nicht bringen, Bro. Ich versteh's nicht, Bro. Komm, einfach lass mich killen. Nein, komm, wir fangen an mit Steinchen, so. Okay. Was würdest du sagen, warte mal, hier ist Pro. Warte mal. Hier ist Pro, Digga. Und hier ist Contra, Digga. So, jetzt schreibst du irgendein... was schlecht an ihm ist und Pro ist, was gut an ihm ist. Schreib mal du was bei Pro als ersten Punkt und dann gucken wir. Nee, bei Contra. So, das fängt ja schon mal sehr gut an. Warte mal, ich schreibe ein Pro hin, ist süß. So. Furz. Wirklich, er freut sich immer so schön. Noob, Furz. Bro, das ist, glaube ich, gut, ja. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ja, hast du noch irgendeinen Pro? Mehr Kontrast als... Ja, ich habe ein gutes. Ich hab ein gutes. Guck. Kann nix ernst nehmen. Ich. Hier. Er kann nichts ernst nehmen. Guck. Sein Fuß ist der Pro von ihm. Ja. Okay, aber er hat trotzdem mehr Cons. Das ist nicht so gut. Das ist. Naja. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall Steinchen schon mal. Sieht zwar nicht so gut aus. Mach mal Timmy. Timmy. So. Pro mache ich mal hin. Ja. Und Contra. So, bei Pro mache ich bester Freund, Alter. Er ist mein bester Freund. Oh, ich mach mal so Contra. Das ist schon mal gut. Da. Oha. Echter. Höllenkrieger. Oha. Ich überlege gerade. Ist nicht gut in PvP. So. Ja. Und dann fehlen da noch ein paar, aber. Ist nicht gut in PvP. Ich fass nicht hin.
Passt nicht mein. Ja, hast du noch Pros über ihn? Nee, tatsächlich nicht. Wieso nicht? Ich hab kein Pro, er ist kein Pro. Aber durch ihn hast du deine Fähigkeit. Ja, okay, das stimmt. Aber komm, schreib's auf. Ich bin halt ehrlich. Nein, ja. Schreib's auf, komm, sei fair. Ich hab was Gutes. Boah, aber das ist halt irgendwie alles gleich schlimm. 3 Cons, 2 Pros, genauso wie bei Steinchen. Ja, eigentlich hab ich noch mehr Kontras, bin ich dir ehrlich. Aber ich will natürlich nicht so gemein sein zu ihnen, Bro. Okay, wer ist noch bei den Höllenkriegern? Beule, ja, Mann. Beule, so, Pro, Digga. Und Con. So, bei Con schreibe ich schon mal hin, er ist aktuell sehr größenwahnsinnig, finde ich eigentlich geil. Ja. Aber er übertreibt ein bisschen seine Lage, deswegen finde ich nicht so gut. Aber ja, größenwahnsinnig ist er geworden. Aber bei Pros gibt es definitiv mehr. Zack. Ein guter PvPer. Riecht gut. Digga, der benutzt irgendwie Prada oder so, Digga. Keine Ahnung. Boah, Joe Savage. Größenwahnsinnig. Und, ja, dann, und was an Beule auch gut ist, er ist auch mein bester Freund. So. Alpha-Steinchen nicht? Ist nicht dein bester Freund? Ne, ja, mit ihm habe ich hier so Romanze, weißt du? Ah, guck mal hier. Stirbt oft. Aber ja, jetzt eigentlich auch nicht mehr, also... Ja. Das ist ein halber Kontra, ein halber Kontra. Ja, ein halber. Okay, also das heißt, Beule fällt eigentlich schon komplett raus, weil er ist mehr Pro als Kontra. Eigentlich auch Steinchen, Bro. Ich bin nicht so, wie es ist. Oh, hallo, bei Timmy hätte ich noch mehr. Oh, Bro, Mann, das ist viel zu viel. Sag ehrlich, Bro. Ich kann das nicht weg, bitte. Okay, was ist mit uns beiden? Was ist mit uns beiden? Ich brauche noch mal kurz Holz. Ja, hol die Holz. Lass das über die Bühne bringen. Mann. So, kurz mal den Baum hier fällen. Ey, lass mich wieder rein. Ich will nicht, dass einer weggeht. Bro, normal nicht. Aber was getan werden muss, muss getan werden. Oh Gott. Mann. Weil hier 3. Wir schreiben uns jetzt einfach selber auf hier auf der Wand oder so. Also so. Dich selber und nicht mich selber oder was? Ja, mach das Licht wieder hin. Pro. Ja, mach ich doch. Ja, ist eigentlich allgemein hier dunkel. Ich mach mal Shade aus. Pro, ja, Con. Mach mal Shade aus. Sag, okay. Ehrlich, ich mach bei dir, du bei mir, okay? Okay. Also bei Pro hat Muskeln, sieht gut aus und ist Snoopy. So. Riecht gut. Und Cons ist, Digga, er hat keine Cons. So, Alter, du fällst gar nicht in das Raster. Ja, Mann. Ja, was? Hat seine Hühner recht gut. Er riecht gut und gut PvP. Ja, Mann. So schaut's aus. Hat keine Hühnercons. Ja, Mann. Ja. Mann, wir können gar nicht ausgewählt werden. Siehst du das? Ja, siehst du. Ja, wir können gar nicht ausgewählt werden. Das fällt aus der von der Tafel weg. Richtig. Richtig. So. Ja, stimmt eigentlich. Das ist ja. Das ist ja. Also, das geht so gar nicht. Bro, ich sagte, ich wählen wir jetzt aus. Aber wir haben eine Woche Zeit. Wir haben ja eine Woche. Das macht mir. Also, guck mal, wenn wir jetzt 20 Minuten dafür bekommen hätten, dann wäre das jetzt weniger Druck als eine Woche, bin ich dir ganz ehrlich. Weil ja, ich will mich jetzt noch nicht entscheiden. Freunde, also ihr Zuschauer am besten, schreibt mal auch Pros und Cons zu jedem Höllenkrieger am besten. Ich kann mich einfach nicht richtig entscheiden. Ich auch nicht. Wer raus, wer nicht raus. Das Ding ist, das ist unsere Familie. Das können wir eigentlich nicht bringen. Da opfer ich mich lieber. Oder was passiert, wenn wir es nicht tun? Bro, ich glaube, dann ist vorbei für uns. Ich glaube. Weil. Guck mal, Mira hat ja zu mir gesagt, ja, weil das ihr Fehler war, bestraft sie mich nicht. Sag dir ehrlich, Kyo, lass uns Mira nicht aufs Spiel setzen. Lass das lieber nicht. Bro, am Ende bannt sie uns komplett und dann war es das mit YouTuber-Insel. Du hast gesehen, was sie gemacht hat. Sie hat mich komplett kaputt gemacht. Bro, du warst eine komplette Woche verbannt von der YouTuber-Insel eigentlich. Eigentlich hätte das auch länger sein können, vielleicht 2 Monate oder so. Ja, richtig. Ey, ohne meinen Livestream hätte ich auch überhaupt gar nicht gewusst, wo das ist. Und hätte mir auch gar keine Gedanken gemacht, wie man sich daraus befreien kann. Aber wer wäre eigentlich dein Erzfeind gewesen?
Erzfeind. Entweder Sue, ich habe eigentlich jeden als Erzfeind hier auf der Insel, außer die Höllenkrieger. Nein, aber wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen als Erzfeind, sobald du den siehst oder sobald ihr euch beide seht, dass es halt wirklich direkt schlechte Stimmungen gibt. Weil natürlich, ich habe auch zum Beispiel sehr, sehr viele Erzfeinde. Ich habe die kompletten Crystal-Krieger als Erzfeinde, aber es gibt genau diese eine Person und die ist bei mir halt einfach Amir. Ja. Er ist wirklich mein kompletter Erzfeind. So. Er ist zum Glück nicht mehr so aktiv auf der Insel. Ich weiß es nicht. Ich kenne meinen Erzfeind selber nicht. Der Erzfeind ist vielleicht ich selber. Wer weiß das schon. Das wäre auch... Das würde aber auch wieder zu Mira passen, weil das einfach so tiefgründig ist, Digga. Lass mal wieder gehen. Ja, Bro, ey, Kiro, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal schlafen gehen, Bro. Ich gehe wortwörtlich jetzt schlafen. Ich bin kaputt vom Gefängnis. Ich muss jetzt erstmal schlafen. Ja, Bro, Digga, man hört es dir an, dass du kaputt bist. Man hört sich. Warte, ich muss unbedingt den Baum wieder hier hinmachen, sodass nichts auffällt. Wir hören uns, Alter. Wir hören uns. Okay, Freunde, wirklich, ihr müsst mir helfen in den Kommentaren. Wer soll aus den Höllenkrieger verbannt werden? Ihr habt jetzt einfach auch die einmalige Chance, mitzuentscheiden, was in einem Clan passiert. Checkt ihr das? Ihr könnt einfach entscheiden, wenn ihr extrem viele Votings habt und das auch gute Argumente sind, ja? Nicht einfach, weil ihr jetzt Person XY hasst und nicht mögt oder so, sondern bringt wirklich gute Punkte, was dafür und dagegen spricht. Das ist super, super wichtig. Ihr könnt gerade in einer Woche so viel beeinflussen, das könnte so viel bedeuten für die Höllenkrieger, wenn irgendwer Wichtiges fehlt. Gut, was sage ich da eigentlich? Es ist jeder wichtig. Es ist jeder wichtig, ausnahmslos. Oh Mann, es ist so anstrengend. Warum ist es so anstrengend? Wieso? Oh Mann. Aber wäre es fair gewesen, hätte ich Snoopy nicht befreit? Ich glaube auch nicht. Weil Snoopy ist ein Teil der Insel. Er gehört halt hier einfach dazu. Wenn Mira ihn ausschließen will, dann finde ich das nicht fair. Dann ist das einfach nicht gerecht. Also ich glaube, ich habe keine falsche Tat begangen, damit, dass ich ihn befreit habe. Hoffe ich zumindest. Oh Mann, was ist, wenn das den Stein jetzt erst ins Rollen gebracht hat, Mann? Okay, Freunde, ich muss drüber nachdenken. Ich gehe jetzt erstmal von der Insel runter. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, liked das Video, abonniert und haut die Glocke sowas von heftig kaputt.